Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tramsim hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist das Chaos und ich freue mich, dass ihr seid. Und wie ihr seht, fahren wir wieder. Ja, es war ein sehr dummer Fehler. Und zwar, wenn die Stromabnehmerleuchte leuchtet. Klimagasse. Umsteigen zu 18 in Richtung Schlachthausgasse. Dann heißt das, dass sie unten ist. Oh, es ist gerade ein bisschen laut. Ah, muss ich wohl ein bisschen hier von der Lautstärke runtergehen. Das war zu stark gebremst. Naja. Kann man nichts machen. So. Alter Punkt, nur 2 Punkte. Na gut, akzeptabel. Also, leuchtende Stromabnehmers heißt, er ist unten. Ich hab's genau andersrum verstanden. Ich wollte vorher läuten. Und ja. Löschen. Dann geht's weiter. Jetzt sollten wir auch gleich wieder rauskommen aus der U-Strap. Hier wieder ein Kollege von uns. Gerade eine Spur zu schnell unterwegs. Aber zum Glück kann die Straßenbahn sehr schnell bremsen. Und ah, 9. Das geht ja noch. Letzte Tür schließt. Und weiter geht's. Ah. Ist noch wer in der Lichtschranke? Ah, geht ja. Auf geht's. Ja. Raus hier, dann wird es vielleicht auch eine Spur leiser, weil es ist sehr, sehr laut gerade für mich. Johann Strauß Gasse, Umsteigungsbuch 13a. Und wir sind hier in der Johann Strauß Gasse. Und wieder 10 Punkte. Sehr schön. Na, einsteigen oder draußen bleiben? Weil das gibt's nicht.
Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was... Oh, da bin ich ausgestiegen versehentlich. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so alles noch sehen wollt. Ah, da wird die Ampel rot. Das warten wir noch ab. Falls ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, schreibt das ruhig in die Kommentare. Ich will dann bei der Endstation will ich auch einen Rundgang einmal um die Straßenbahn machen. Genau. Falls ihr Tipps habt, gerne her. Joystick habe ich leider keine. Aber ich überlege vielleicht statt einem Joystick ein Gamepad zu nehmen, um die Geschwindigkeit zu regulieren. Weil es doch angenehmer ist als mit der Tastatur, muss man sagen. Ja. Oh, da sind wir über Rot gefahren. Das war nicht gut. Meierhofgasse. Ja, das heißt, das nächste Signal ist Rot. Das heißt, wir fahren hier mal langsam Richtung Ampel. Der Neuburger. Ach, schön, dass verschiedene Kennzeichen da sind. Und weiter geht's. Ja. Also die Straßenbahnlinie 1 zieht sich ja schön einmal durch die Wiener Innenstadt, also direkt durch die Innenstadt fährt keine Straßenbahn, aber halt, es gibt den Ring, da werden wir dann später eh nochmal drüber fahren, der geht um die Innenstadt herum, nicht so gut, aber egal, und ja, also der geht um den Innenstadtkern. Manche Leute... Na? Geht ja. Dann geht's wieder los. Spendezentrale von Wien, wo ich regelmäßig hingehe und spenden. Und hier vorne ist schon eine Station, die ich auch regelmäßig benutze, weil wenn ihr hinunterschaut, könnt ihr so ein komisch geformtes Gebäude erkennen. Das ist die TU Wien. Hier studiere ich. Wenn man hier nach rechts schaut, ich weiß nicht, ob sie das nachgebildet haben. Nichts, weil Balken sind versperrt, aber dort ist auch ein Gebäude der TU Wien. Und hier links gibt es gutes Eis. Ja, ja. Schauen wir mal in die... Ja, okay. Das Gebäude stimmt nicht mehr ganz. Also die Seitengassen sind etwas ungenauer, aber hier hinten das Gebäude geradeaus wäre auch die TU Wien und das hier unten ist die TU Wien, wo wir gleich vorbeifahren. So, alles gesperrt, dann geht's wieder los. Ah, der ist schon ziemlich detailgetreu nachgestellt, das gefällt mir. Ja,
die AIDA. AIDA ist eine sehr gute Kontrolle. Resselgasse. Hier links. Ja, hier fehlt ein Brunnen, aber mein so detailgetreu muss es ja nicht sein. Na, schaltest du um. Ja, das links hier ist die ein Teil der TU Wien, das Freihausgebäude. Hier vorne, das ist die TU Wien Bibliothek. Ja, das Gebäude ist nicht das schönste, das wissen alle. Es ist innen auch sehr, naja, wie soll man sagen, alt hier eingerichtet. Und das hier rechts ist eine Volksschule. Und hier vorne haben wir dann schon den Karlsplatz. Das heißt, wir sind schon fast am Ring. Das heißt, wir fahren jetzt schon mal los. Weil hier müssen wir die Straße queren. Ah, die Türen waren noch nicht gelöscht. Okay. Ja. Und überall wird dieses komische Spiel gewonnen. Der Karlsplatz, hier der Park, schaut auch eine Spur anders aus, aber es ist schon ganz gut nachgestellt, würde ich sagen. Die TU Wien, ja, schaut okay aus. Das ist halt wirklich Karlsplatz. Das Gebiet, umsteigen zu U2, U4, 4A. Ich finde, hier in den offenen Bereichen hat der Simulator auch seine Schwächen, weil man halt hier hinten sieht. Hier hinten sieht, wie offen es ist. Ich glaube, es hat keine Punkte gegeben. Gab es hier noch einen Punkt? Das steht doch auf der Linie. Okay. Latzhosen kriegt man auch nicht mehr. Sehr häufig. Ich glaube, wir sind dem Fahrplan etwas voraus. Aber ich weiß leider nicht. Wenn ihr wisst, wo das im Ibis zu sehen sein sollte, dann sagt mir das, dann werde ich das gerne betrachten. Hier müssen wir aufpassen. Ja, das ist die Karlsplatzstation. Das ist auch eine. Es war früher ein Teil der Stadtbahn, deshalb ist die so prunkvoll. Die wurde in Zeiten von Kaiser Franz Josef noch gebaut. Fahren wir mal. Deshalb sind die so prunkvoll. Wenn ihr Fragen zu Wien habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ich meine, zur aktuellen Zeit ja, etwas doof. Hier Opa, fahren wir gerade Karlsplatz. Aus. Umsteigen zu U1. U2. U4, D, 2, 71, 2A, 59A. Hier fahren wir jetzt dann am Ring. Das ist, der Ring ist quasi eine Straße einmal um die Innenstadt herum. Die wird gegen den Uhrzeigersinn befahren, wie ihr hier schon seht. Meistens ist mehr Verkehr als hier gerade, aber ja. Und das einzige Fahrzeug, was gegen die Fahrrichtung fahren darf, ist die Straßenbahn. Das werden wir beim Zurückfahren dann auch sehen. Hier treffen wir
mit uns auf den Gleisen fährt normalerweise hier auch die Partnerbahn oder die Wiener Lokalbahn. Das ist nochmal so eine extra Art Straßenbahn, die halt historisch gewachsen ist. Deshalb gibt es die quasi noch. Aber gehören mittlerweile eh schon alle zusammen. Jetzt kann man den Blinker ausschalten. Hier sind wir. Ah, hier ist der Wald. Hier sind wir bei der Oper. Da drüben gibt es einen Subway. Ihr erfahrt jetzt so das ganze unnütze Wissen von Wien. Ja, die KI ist manchmal noch na dann. Deaktivieren wir jetzt die Lichtschranke. Und los geht's. So. Wir sind normalerweise auch sehr viele Touristen unterwegs. Ring. Umsteigen zu 57A. Genau, jetzt sind wir am Ring. Und da ist wieder eine AIDA. Also in Wien kann man sehr gut Kaffee trinken und Kuchen essen. Also oder Mehlspeisen generell. Da gibt es sehr viel. Die Wiener scheinen einen nicht immer so freundlich gesinnt zu sein, wie gedacht, aber ja. Aber sie sind ganz nett. Hier rechts, das ist glaube ich der Volksgarten, wenn ich mich recht entsinne. Das dahinter ist die Hofburg. Die Hofburg war damals der Sitz der K&K-Monarchie. Und hier sitzt jetzt noch immer der Bundespräsident drin in einem Extrateil. Und es wird für Veranstaltungen genutzt. Die Nationalbibliothek ist drinnen. Ja, das war eine Spur zu stark. Aber sehr schönes Gebäude auf jeden Fall. Genau. Wir können ja auch. Oh. Interessante Ansicht. Oh. Das würde ich sagen, ist ein Bug. Den haben wir übersehen. Aber. Ne? Davon mache ich gleich mal ein Screenshot, damit wir den nachher melden können. Weil sonst wird ja das Spiel auch nicht besser. Oh. Steig immer mit Q noch, mit E steige ich noch aus. So, dann geht's los. Wie gesagt, das hier rechts ist die Hofburg. Sehr schönes Gebäude. Ja, was halt auch ist, Wien hat sehr viel Grünflächen. Fällt mir eigentlich, fehlt ein Gebäude. Genau, Ring, da. Volkstheater. Umsteigen auf zu der, da U3, ist auch der Heldenplatz. 46, 49, 48A. Genau. Vor der Hofburg ist der Heldenplatz. Da finden halt irgendwelche Staatsfeierlichkeiten eigentlich immer wieder statt. Oder viele Demos enden hier auch, weil das halt quasi der Endpunkt, weil das in der Nähe von den Regierungs,
Sachen ist. Und was man auch sagen muss, okay, habe ich da den Punkt übersehen? Nein, da vorne ist er. Nicht mit richtig. Ich bin da. Na bitte, noch gerettet. Genau. Hier ist das Parlament. Da drüben sind die Museen, aber die sehen wir beim Zurückfahren besser. Na gut, dann schalten wir die Lichtschranke aus. Und dann weiter. Ach ja. Schöner Platz. Das Parlament schaut übrigens aktuell nicht so aus, weil das wird gerade renoviert. Das heißt, es ist mit Bauzäunen zu und so weiter. Parlament. Umsteigen zu 2. In Richtung Dornbach. Bei uns sind die Regierungsgebäude quasi nicht so geschützt, wie, weil in Deutschland ist es ja so, dass man einen Graben sogar plant vorm Dings und man vorm Reichstag und man darf sich eine gewisse Distanz nicht nähern. Das ist aber hier bei uns nicht so, man kann direkt vor der Tür stehen. Ja. Aber wir sind ja auch ein kleineres Land jetzt als Deutschland. Genau, hier links seht ihr schon den hier hinter den Bäumen ist das Rathaus. Das A heißt, wir können gleich losfahren. Genau. Hier hinter den Bäumen ist das Rathaus. Hier sieht man schon den Zipfel durch. Davor ist halt der Rathauspark. Rechts ist das Burgtheater. Rathausplatz, Burgtheater. Genau. Hier im Rathauspark ist normalerweise auch ein sehr großer Weihnachtsmarkt im Winter. Genau, hier ist ein sehr großer Weihnachtsmarkt, der wahrscheinlich dieses Jahr nicht stattfinden kann. So, dann geht's weiter. Station beenden wir die jetzige Folge Tram-Simulator hier oder Tram-Sim, ich weiß nicht warum ich ihn immer ausspreche, hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist das Chaos, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!